Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Makedonien. Alexander der Große ist doch nicht gestorben und der hat sich entschieden Richtung, ja, Richtung Norden zu gehen. So, jetzt ist die Frage, naja, die werden wir auf jeden Fall dann auch vernichten. Wobei, ups. Ja, doch, die mögen uns nicht. Das ist gut. Das ist sehr gut. Genau, und wir werden einfach Richtung Norden schreiten. Wo sind meine ganzen Armeen nochmal? Also drei sind hier oben. Aha. Ich habe ja meine Einheiten schon platziert, das ist ja schön. Das ist ja praktisch. Eieieiei. Okay, also wenn ich die angreife, mögen die mich? Die mögen mich nicht. Gut, wenn ich die angreife, dann muss ich die Stadt angreifen. Weil gegen die Armee habe ich null Chance. Die ist viel wendiger und hat viel mehr Kavallerie und ich hole die nicht ein und werde zerschossen. Gut. Ich hole mir, glaube ich, noch nochmal Verstärkung. Mit denen kann ich dann auch Richtung Norden schippern. So. Genau. Ich habe ja letztes Mal gefragt, ob ich Pergamon angreifen soll. Leider kam da nichts. Oder vielleicht kommt jetzt noch was. Also ich. Also heute ist Montag. Und diese Folge kommt erst am Mittwoch hoch. Deswegen könnte es ja noch sein, dass da ein Kommentar kommt. Würde mich freuen. Genau. Aber jetzt werden wir erstmal diesen jungen Knaben hier den Krieg erklären. So gehen wir in eine ungewisse Zukunft. Wir beide werden vielleicht. So, okay, er sagt, es wird ziemlich knapp. Das heißt, ich warte noch. Bündnis gebrochen. Pergamon hat sich auf unsere Seite gestellt. Jetzt. Stimmt, mit dem kann ich Nachtangriff machen. Aber, ja. Nicht bei so einem Kampf. Das lohnt sich nicht wirklich. Erforschungsrate. Ja, das da. Gut, genau, hier warte ich noch, bis meine zweite Armee kommt. Warte mal. Genau, die wollte ich ja noch ausbauen. Nee, wollte ich nicht. Das ist ja der falsche, oder? Ich bin ja, genau. Braun. Ägyptische Familie. Genau, der hat ja seine eigene Truppe gegründet hier. Stimmt, das war ja der Heftige. Oh. Okay, aber der ist fast tot, okay. Dann können wir ja hier nochmal kurz das da machen. Dann hier die Hetairen-Reiterei geht weg. So, jetzt habe ich wieder 6 Stück. Einmal die heftigen Pikiniere. Dann königliche Peltasten habe ich und Schildträger oder Leinenschwertkämpfer. Ach, diese Möglichkeiten.
Ja, Schildträger kommen. Mache ich so. Ja, so. Weil ich habe gerade überlegt, ob ich ja noch Fernkämpfer mitnehmen soll, aber die Peltasten quasi habe ich ja eh in den. Warte, soll ich den. Nee, das ist ja nicht meiner. Gut, fertig. So. Ach genau, wer ein bisschen mehr noch auf die auf ja, wer mit Rome Total War 2 anfangen will und Hilfe braucht, also Tipps und Tricks. Das Tutorial kommt diese Woche noch raus. Also die 4, verspreche ich. Und also ich muss da jetzt, also 4 Tutorials sind schon fertig und jetzt fehlt nur noch das Taktiken, also in den Gefechten, wo ich paar Schlachten aufnehme und dazu ein bisschen quatsche. Das fehlt noch, das muss ich noch schneiden. Aufgenommen ist es schon. Genau. Und ja, am Dienstag, also gestern, oder ich weiß jetzt gar nicht, ob er diese Folge jetzt Mittwoch rauskommt oder Sonntag. Oder do nee, donnerstags kommt die. Oh Gott, jetzt werde ich ganz durcheinander. Also auf jeden Fall diese Woche kam eine neue Folge raus von Sparta. Und genau, wenn es euch interessiert, da gehe ich noch auf Wunsch eines Zuschauers von mir, gehe ich da vermehrt auf die Anfänge der Kampagne ein, auf was man achten muss und so weiter. Und wie gesagt, wen das interessiert, kann sehr gerne da zuschalten. Also mein erstes Let's Play in der Rome Total War 2-Reihe war eigentlich auch so, dass ich sehr viel auf warte, ich muss mal. Kurz schauen. Ja, der Endes brauche ich eigentlich nicht. Neuer Aufschwung. Verstärkungsrate mache ich mal. Das ist gut. So, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich war. Verdammt. Oh. Das ist gerade nicht gut. So. Der wird da alles reißen hier. Genau, also mein erstes Tutorial, genau, jetzt weiß ich es wieder, war auch so, also Epirus, war ziemlich auf so Anfänger getrimmt am Anfang, aber wie gesagt, das war mein erstes Let's Play und dementsprechend glaube ich nicht so gut. Vielleicht schon, weiß nicht. Vielleicht habe ich mich nicht verbessert. Kann ja auch sein. So, also. Wieso spiele ich das eigentlich gerade? Seine Armee ist ja geflohen.
Na, naja. So, ich warte nicht, weil Regen ist gut, weil ich habe Elefanten. Und Elefanten mögen kein Regen, wie ihr alle wisst. So, hier sind zwei Türme. Also, hier ist es halt richtig anstrengend hochzukommen. So, ich gehe auch einmal hier hin. Mal schauen, ob ich da hochkomme. Ja, und der Rest greift natürlich hier an. Die kommen da nicht hoch. Hier kommen sie hoch. Aber das interessiert ja keinen. So, dann springen wir mal vor. Das ist doof, dass ich hier nicht hochkomme. Warte, warte, warte. Der macht einen Ausfall? Ja, lol. Der macht jetzt wirklich einen Ausfall? Wie ausfällig? Aha. So, jetzt geht schon los hier. So, Phalanx auf anmachen. So. Die haben sich festgepackt da.
So, jetzt versuche ich so schnell wie möglich natürlich das Tor einzunehmen, damit meine Kavallerie da durchkam. So. Alter, ich hab Welt auch. Schon einige Fernkämpfer. So. So, jetzt kommen die auch hoch. Die müssen ja endlich weg von der Tür. Schnell das einnehmen. So. Das sieht schon mal gut aus. Ah, da ist er ja. Du gehst mal jetzt zurück. Nein, 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 nein. Friendly Fire hoch 10. So, uiuiui. Das am Schluss war jetzt ein bisschen unnötig. Naja, gut. Also.
Ja, das, die ganze Schlacht war unnötig. Aber der musste ja mit seiner Fullstack-Armee wieder weggehen. Das ist ja auch was ich echt lustig und doof finde. Dass der Gegner häufig die Stadt, die er eigentlich sehr gut verteidigen würde, einfach aufgibt, weil aus Gründen der Dummheit. Weil mit der Armee wäre es mir sehr viel schwerer gefallen. Naja, aber jetzt muss ich die hinterherjagen. Naja, okay. Was soll's. So. Aber wir sind schon wieder bei 20 angelangt. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bye.